Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge zum neuen Kurs Approximation mittels Fourierreihen. Ja, beim letzten Mal, möchte ich mal so nennen, haben wir uns ja so ein bisschen die Motivation angeguckt. Warum sollte man sich mit Fourierreihen unter Umständen beschäftigen? Was macht das vielleicht ein bisschen interessant? Was sind die Anwendungen und was haben wir vor in diesem Kurs? Wollen wir heute halt so ein bisschen direkt einsteigen und diesbezüglich halt dann auch direkt mit dem ersten Abschnitt beginnen. Denn ich schlau, wie ich bin, noch nicht angelegt habe, aber ist nicht schlimm. Und zwar ist das halt relativ selbstredend Kapitel 1, was auch den relativ unspektakulären Titel Fourierreihen trägt. Ja, also wir wollen uns jetzt erstmal mit den Grundlagen beschäftigen. Das heißt, upsie. Das heißt, wir sind erstmal daran interessiert, was sind überhaupt Fourierreihen, damit wir dann irgendwie sinnvoll darüber sprechen können, was ist Approximation durch Fourierreihen. Also 1, Fourier. So, bin mir übrigens noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich den Kurs so geschnitten haben möchte. Ich finde momentan Viertelstundenfolgen ganz charmant. Auch aus dem Produktionsaspekt, weil ihr merkt es, ne, es ist immer wieder so, dass ich halt sage, ich komme nicht dazu, wirklich großartig was zu machen. Halbe Stunden sind schon besser als Stunden, aber immer noch nicht optimal. Wir werden uns daran tasten. Also die Idee, das haben wir ja beim letzten Mal so ein bisschen rausgearbeitet, ist es, irgendwie möglichst allgemeine Funktionen zu schreiben als harmonische Schwingung. So, und diese harmonischen Schwingungen, die wollen wir jetzt erstmal versuchen, in so eine Funktion zu packen. Und der Ansatz dabei ist irgendwie eine unendliche Reihe, weil wir nicht garantieren können, dass für jede beliebige Funktion das Ganze irgendwie mit endlich vielen geht. Ja? Und dementsprechend fangen wir erstmal an mit einer formalen Definition. Das ist Definition 1.1. Das ist jetzt erstmal eine Fourier-Reihe. Das ist erstmal nichts anderes als eine ganz stinknormale Funktionenreihe. Und zwar folgender Form. Irgendwie ein halb mal A0. Das ist ein bisschen arbiträr gesetzt, nur ein halb und dann irgendwie so ein Koeffizient. Da könnte genauso gut auch ein A0 stehen. Das ist einfach nur jetzt, weil es hinterher schöner aufgeht damit. Und dann kommen so Anteile. Summe k gleich 1 bis unendlich und dann kommt ein Kosinusanteil, Kosinus von k mal t mit so einem Faktor ak davor. Und dann plus ein Sinusanteil. Das können aber natürlich andere Faktoren sein. Das heißt, wir spendieren hier noch ein bk. Und wir wollen, dass diese Faktoren ak, bk komplexe Zahlen sein dürfen. Das t aber soll reell sein. So, diese Ausdruck hier, dem geben wir den Namen 1.1. Und das Teil heißt dann Fourier-Reihe. Das ist also erstmal im Wesentlichen eigentlich nichts spannend Neues, sondern eigentlich nur eine spezielle Funktionenreihe, wie wir sie aus der Analysis kennen. Ne? Also da passiert erstmal nichts Neues. Jetzt wollen wir zunächst mal vielleicht eine Intuition oder eine Beobachtung anstellen. Und zwar ist es ja so, dass solche Summen von Cosinus und Sinus immer so ein bisschen erinnern an die Eulersche Formel. Also an e hoch iy gleich Cosinus y plus i mal Sinus y. Ja, also Eulersche Formel. Da stellt sich jetzt dann natürlich die Frage, kann man das verbinden? Und es ist tatsächlich so, dass wir hier sogar eine relativ einfache Verknüpfung finden. Und das ist der erste Satz, den wir hier in diesem Kurs haben wollen. Ich habe übrigens in diesem Kurs versucht, auf diese übliche Plattitüde zu verzichten. Irgendwie das Beweise grob als Übungsaufgabe verzichten, außer wenn ich wirklich der Meinung bin, dass nichts groß zu tun ist. Was ich mir immer mal wieder erlaube, sind so Formulierungen der Bauart, wir geben relativ klaren Detailplan, wie die Lösung zu entwickeln ist und ich überlasse euch das Rechnen. Das finde ich fair. Weil so hat irgendwie jeder auch die Möglichkeit, das zu tun in einem Rahmen, wie er es möchte.
Also es gilt, und jetzt kommt einfach nur eine Umrechnungsformel im Wesentlichen, nämlich dieser Term da oben, ein halb a0 plus die unendliche Reihe k gleich 1 bis unendlich, ak mal Cosinus kt plus bk mal Sinus von kt. Das ist nichts anderes als eine in beide Richtungen unendliche Reihe, j gleich minus unendlich bis unendlich. Dann kommen irgendwelche cj und dann kommt e hoch i mal j mal t und das gilt für t aus R. Jetzt kriege ich die Nummer 1, 2. Und diese cj kann man sogar recht explizit angeben. Es gilt nämlich cj gleich 1 halb mal aj minus bj, falls das k größer als 0 ist. Das j. 1 halb mal a0, falls das j gleich 0 ist. Und 1 halb mal aj plus i mal bj, falls das j kleiner als 0 ist. Also hier haben wir eine explizite Umrechnungsformel. Und ich muss mir mein erstes Ausrufezeichen dran machen, weil da steht tatsächlich schon ein Fehler im Skript. Das ist nicht schön. So, damit wären wir also mit der Formulierung quasi schon fertig. Ja, wie beweist man das? Naja, man rechnet es im Wesentlichen nach. Ne? Also das wird darauf hinauslaufen. Also zunächst mal, der Fall j gleich 0 ist klar. Ne? Dann steht hier eine 1, hier steht c0, Koeffizientenvergleich. Passt. Also Beweis. Für j gleich 0, klar. So, für k aus n, also für den Fall, dass wir da irgendwie. Moment, such mal einen Cursor. Da. Für den Fall, also, dass wir da irgendwie in den positiven Gefilden rumstochern. K aus n war schon richtig. Auf der linken Seite müssen wir jetzt einfach die korrespondierenden Indizes k und minus k zusammenfassen. Ne? Also fassen wir j gleich k und j gleich minus k zusammen. Der Rest ist nachrechnen. Und das ist jetzt die Übungsaufgabe, die verbleibt. Ich möchte aber auch hier mich nicht darauf ausruhen, sondern ich möchte einfach mal ein Beispiel machen. Wir gucken uns einfach mal an, k gleich 1. Ne? Also k gleich 1 sieht dann wie folgt aus. Naja, dann haben wir j gleich 1. Das gibt uns also c1 gleich 1 halb mal a1 minus b1. Und dann haben wir j gleich minus 1. Das gibt uns c minus 1 gleich 1 halb mal a minus 1 plus i mal b. Das minus vor. Moment. Na, ihr merkt das Problem hier oben. Hier habe ich ein Minuszeichen vergessen. Steht auch hier, aber ich habe es einfach nicht hingeschrieben. A minus j plus i mal b minus j. Nur das muss da stehen. Weil dadurch dreht sich jetzt nämlich der Teil um. Das heißt, hier haben wir plus 1 und also minus minus 1 minus minus 1. Das heißt, ging hier eigentlich raus, das ist ein halb mal a1 plus i mal b1. So. So auf die Art und Weise. Und jetzt müssen wir einfach nur diese beiden Termine zusammenpacken, nur halt unter Berücksichtigung der e-Hochterme. Und dann kommen wir sofort die i's und k's raus. Ne? Die Cosinus und Sinus. Das heißt, wir haben hier dann irgendwie sowas stehen. C, ich fange mal mit dem c minus 1 an, dann haben wir es so in der Reihenfolge. C minus 1 mal e hoch i mal minus 1 mal t plus c1 mal e hoch i mal 1 mal t. So, das ist also gleich. C minus 1 ist 1 halb mal a1 plus i mal b1. C1 ist ein halb mal A1 minus B1.
Jetzt haben wir die Es vergessen, Entschuldigung. Also hier vorne ist es ein E hoch minus IT. Und hier hinten ist es ein E hoch IT. So. Und jetzt nehmen wir die Eulersche Formel. Also nochmal zum Memo, da oben steht sie, glaube ich, noch irgendwo. Schreibe sie hier einfach nochmal hin. E hoch IY ist Cosinus Y plus I mal Sinus Y. Das heißt, hier steht ein halb mal A1 plus I mal B1 mal, und jetzt setzen wir hier statt Y eben minus Y ein, also kriegen wir raus Cosinus von minus Y plus I mal Sinus minus Y plus ein halb mal A1 minus B1 mal, und jetzt können wir es einfach abschreiben, Cosinus T plus I Sinus T, und das hier vorne. Da sind natürlich auch T's. So. Jetzt können wir das so ein bisschen verteilen. Na, das heißt, wir lösen jetzt erstmal irgendwie die Klammern auf. Fangen wir mal vorne mit an. Und dann können wir schon mal gucken, wie wir das irgendwie zusammenschmeißen können. Also wir haben irgendwie hier ein halb mal A1 mal Cosinus minus T plus I Sinus minus T. Dann plus I mal B1 mal Cosinus minus t plus i mal Sinus minus t plus ein halb a1 mal Cosinus t plus i Sinus t minus ein halb b1 mal Cosinus t plus i Sinus t. So, jetzt können wir hier sozusagen schon ein halb a1 ausklammern. Ja, vielleicht eine andere Farbe, irgendwas mit Kontrast. Grün ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also ein halb A1 können wir ausklammern. Und wir können einen B1 ausklammern. Ja, das heißt, wir kriegen irgendwie sowas raus. Ein halb A1 mal Cosinus von minus T plus I Sinus minus T plus Cosinus T plus I Sinus T. So. Und dann können wir B1 ausklammern. Da landen wir dann bei B1 mal I mal Cosinus minus T plus I Quadrat Sinus minus T. Das ist der Teil hier mit dem I verrechnet. Minus ein halb Cosinus T plus ein halb I Sinus T. So. Letzte Mal falsch. Gut. So, Cosinus, warte mal. Gucken wir uns kurz die Graphen nochmal an, bevor wir jetzt irgendwas Falsches sagen. Also hier ist der Sinus. Und hier ist der Cosinus. Damit jetzt auch gleich nicht irgendwelche Formeln vom Himmel fallen. Irgendwie so. Also das ist Cosinus T, das ist Sinus T. So, das heißt, wir sehen, Cosinus ist achsensymmetrisch, das heißt Cosinus t ist gleich Cosinus minus t, und der Sinus ist punktsymmetrisch, das heißt Sinus von t ist minus Sinus minus t. Ja, das sind einfach die Relationen, die aus der Symmetrie kommen, und das können wir jetzt hier anwenden, indem wir einfach sagen, ja, guck mal, okay, hier vorne Cosinus minus t, Cosinus t, das ist das gleiche, das heißt, das ist ein halb A1 mal 2 Cosinus T. Und I Sinus T, ja, I Sinus von minus T ist minus Sinus von T. Das heißt, die beiden hier, die canceln raus. Ne? War noch Spack. So, das heißt, das bleibt stehen. Ja, und hier hinten das gleiche Argument. Also irgendwie kommt da gleich raus A1 mal Cosinus T. Ja, und hier hinten das gleiche Argument, ne? Jetzt fallen hier natürlich dieser Cosinus-Term raus. An einer Stelle habe ich doch einen halb vergessen. Da habe ich einen halb vergessen, ne? Ja, weil das muss sich natürlich ausgehen. Und hier oben steht natürlich i halbe, ne? Das heißt, wenn ich das hier auflöse,
Dann habe ich hier i halbe Cosinus it und i Quadrat halbe. Genau. Das heißt, hier läuft es genau andersrum. Cosinus von minus t ist gerade Cosinus von t. Die canceln raus. I Quadrat ist sowieso schon mal minus 1. Ja, da fehlt ein i. Schade. Und zwar hier. Da muss ein i hin. Das heißt, hier steht i mal b1. So. Dann steht hier i mal b1. Hier steht i mal b1. So, hier hinten steht i halbe b1. Dann können wir natürlich auch ein i halbe b1 ausklammern. Und dann bleibt stehen Cosinus minus t plus i Sinus minus t minus Cosinus t minus i Sinus t. So, genau. Jetzt haben wir nämlich wieder den Fall, dass wir Cosinus t, der Cosinus minus t können wir zu Cosinus t machen. Das heißt, die beiden fallen raus. Sinus von minus t ist minus Sinus von t. Ja, das heißt, hier hinten bleibt stehen, falscher Marker, hier hinten bleibt stehen i halbe b1 mal. So, jetzt müssten wir gucken. Sinus minus t ist minus Sinus t. Das heißt, steht i mal minus Sinus t minus i Sinus t, genau. Und das können wir jetzt weiter auflösen zu 1/2 a1 mal 2 Cosinus t, beziehungsweise einfach schon a1 Cosinus t plus, und jetzt können wir hier halt dieses i halbe verteilen. Das heißt, wir ziehen das i rein, damit das zu einem minus 1, das heißt, da steht Sinus t, das wird zu einem minus 1, da steht nochmal Sinus t, das heißt, da steht b1 halbe mal 2 Sinus t. Und das ist dann gerade 1/2 a1 mal Cosinus t plus ja, b1 mal Sinus t. Und das ist ja genau das, was wir sozusagen für j gleich 1 bzw. k gleich 1 haben wollen. Ne? Und wenn ihr das jetzt für beliebiges machen wollt, dann müsst ihr da jetzt natürlich hier ansetzen mit cj und c minus j und das dann einfach hart mit den Symmetrieeigenschaften von Cosinus und Sinus einmal durchrechnen. Gut, nach diesem lustigen Folgenende bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und tschüss.